Moin Moin! Es ist soweit, Einräumtag heute. Ich habe die ersten Boxen schon mit runtergenommen. Die werde ich jetzt erstmal überall reinstellen, weil ich danach jede einzelne Box kontrollieren will. Weil ich nicht in jede Box reingucken konnte, wo sie bei mir in der Stube standen. Deswegen jetzt erstmal alles runter, dann alle Boxen kontrollieren, sauber machen und erstmal rein. Erstmal nur rein und dann ganz in Ruhe zusammenpuzzeln. Ich hoffe, dass auch spätestens nächste Woche dann die Lichter kommen. Ich habe noch zwei neue Regale bestellt für die eine Wand. Für die hier. Für die Wand habe ich nochmal zwei Regale bestellt, weil hier standen ja gestern die weißen. Die sind jetzt alle hier hinten in der Ecke. Also habe ich jetzt hier hinten noch so ein L. Ja, also das hier wird die Gottesanbeterin-Ecke werden. Ja, und dann eben das U. Und da werde ich jetzt erstmal alles von oben holen. Alle Kisten sauber machen, kontrollieren. Oh, ein Schluck auf. Gerade bei den Käfern ist viel passiert, wo ich jetzt mal alles nachschauen werde. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich die Kamera ein bisschen draufhalten nachher. Aber jetzt erstmal wichtig, alles runter zu bringen und erstmal rein, damit oben wieder Luft ist. Und wie das nachher aussieht, zeige ich euch dann nachher. Nö, ja, nö, wieso nö? Da bin ich mir auch nicht einig. Wieso ja, nö, aber nö. Also Leute, die Tiere sind jetzt hier unten. Hier sind die Glasterrarien, die kommen alle noch weg, denn ich bin gerade am Kisten bauen mit neuen Lüftungsflächen. Die werde ich alle aussortieren, die mit den Scheiben, mit den Schiebescheiben, die werde ich behalten. Die werde ich für meine Geckos weiter benutzen. Aber ja, hier unten sind halt Käfer, die Kisten muss ich noch einsortieren. Dann habe ich hier unten noch Käfer, Schnecken, unten habe ich nochmal Käfer. Dann habe ich hier alles noch komplett frei. Das schon mal ziemlich geil ist. Dann habe ich hier die australischen Gespensterschrecken, Schnecken, da oben habe ich dann die Schaben drauf und hier drüben bei den Mantiden seht ihr, ist auch noch jede Menge Platz. Also hier drüben ist noch gar nichts drauf. Also da muss ich noch mal Nachschub machen oder noch mal einen Schwung kaufen. Ich muss mal schauen. Ja, das war's so im Allgemeinen. Jetzt können wir mal auf die Temperatur hier gucken. Da sind wir bei 27,2 und zwar ziemlich in der Mitte. Da sind die beiden. Oh, da. Da. Bei 27,2, 21% Luftfeuchtigkeit. Muss ich jetzt einmal rüber gucken, auf was die Heizung steht. Die müsste eigentlich auf 4 stehen. Zwischen 3 und 4. Jo, also es hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, den Raum zu dämmen. Ich muss mir hier noch eine neue Tür einsetzen und dann ist das alles fertig, ne? Ja, das war's von mir heute. Ich würde sagen, es ist geschafft. Wir haben den Umbau komplettiert. Und zwar, ja, also alles fertig. Jetzt geht es ans Saubermachen. Wenn irgendwo was Spannendes passiert ist, zum Beispiel habe ich gesehen, bei den Geistermantis, bei den Paradoxes, hatte ich eine Theke, die geschlüpft ist. Sind aber, glaube ich, nur 10 Stück rausgekommen oder so. Aber so eine Neuigkeiten werde ich jetzt die nächsten Tage raushauen. Vielleicht das ein oder andere Haltungsvideo wird es geben. Da sind noch ein paar Arten, die ich noch nicht gemacht habe als Haltungsvideo. Und ansonsten, lasst euch überraschen. Es gibt auch noch mal was in Sachen, ja, Comedy will ich nicht sagen, aber es gibt noch eine kleine Überraschung und eine große Roomtour gibt es dann, ich denke mal, Heiligabend. Alles klar, Digga. Richtig schön ausführlich, lange. Ich zeige jedes Tier, also richtig mit Input für euch Neugierigen da draußen. Also, wir sehen uns morgen. Ciao. Doggy ist mein Hobby. Alles klar, Digga.